Hey guys, welcome to my channel. It's Golby here, and right now we're in Oldenburg, which is located in Niedersachsen, Germany. It's a beautiful place, and it's my first time here, so this experience, we're gonna experience it together, and I hope you guys enjoy my little tour. I had the enjoyment with, Nadine with me. I will leave her description, her Instagram below, so you guys can see, but she was the one that really helped me through this whole video, gave me a tour of the whole place. So there's more video. It's my first time seeing this place, so I'll show you guys more, you know, in the next video. But I hope you guys enjoyed the little short tour. Stuttgart oder Köln, aber Oldenburg hat seine schönen Seiten. Okay. So let's go. Yeah, let's go. Ja, das ist die Deutsche Apotheke und Erste Bank. Das Escape Room, ob das aber noch offen ist wegen Corona. Was also ist das? Escape Room, das ist, da triffst du dich mit deinem Freund in der Gruppe. Ihr versucht irgendwie Strategien und Lösungen zu finden, um aus diesem Raum zu kommen. Ihr seid in so einem Raum geschlossen und dann kriegt ihr so Karten und so, und ihr müsst Rätsel lösen. Okay. Das sagt ja auch der Name, Escape Room. Okay. Ja. Schön. Am Wochenende und sowas. Ja. Yeah. Ja, hier, das ist die Prostituiertenstraße. Good place to come. Kann man sich fast wie Hamburg Reeperbahn vorstellen. Aber natürlich nicht so breit gefasst und nicht so viele Leute, aber so einzelne. Und ein Oldenburger Kenner erkennt natürlich eine. Also hier? Ja. Oh, okay. For the single man. Das ist ja auch ein Puff, das goldene Anker. Okay. Ja. Aber ich kenne das auch nur von Hörensagen. Ich persönlich war da noch nie drin. Sicher? Ja. Okay. Glaube ich dir. Ja, kannst du auch.
Kleiner Club, da kann man mieten für Geburtstag feiern oder so. Okay. Und ja, feiern mit seinen Freunden. Ganz schön. Party Events. Party, Party. Habt ihr auch einen Dominos? Ja. Das ist auch eine Kette, ne? Dominos. Angeber. Ja, so Angeber. Klein, aber fein. Jetzt fällt mir auf, dass ich meine Maske im Auto vergessen habe. Aber ist okay. Okay. Hier, das Brauhaus. Okay, am Hafen. Sieht man auch, dass da jetzt schon flott. Also hier ist schon ordentlich was los. Nur weil das eine Kleinstadt ist. Klein, aber das ist alles. Ja, das hat alles, was ich brauche, sagt der Person. Genau, die nächste Stadt ist Bremen. Bremen? Ist deutlich kleiner als Bremen, aber ich finde es persönlich schöner als Bremen. Hier? Weil es sauberer ist. Okay. Ne? Aus Deutschland, aus keine Ahnung was. Ja, das ist Oldenburg. Sehr schön. Oldenburg, Germany, Niedersachsen. Die Menschen, die es so ein bisschen ruhiger, ländlicher mögen, Vorsicht auf Fahrradfahrer. Die ein bisschen ruhiger und ländlicher mögen, nicht so eine, aus so einer Großstadt abfahren, kann ich Oldenburg empfehlen. Cool. Die hierher ziehen aus Köln, Hamburg und so. Deswegen ist das unterschiedlich. Die Jugendlichen natürlich, es ist eine Studentengegend, die feiern gern und so abends. Oh, ja, Musik. Merci. Die Straßen sind auch immer. Und der hat auch noch eine schöne Stimme. Ja, hat der. Am Wochenende ist Oldenburg immer voll. Aha. Ja, also. Und das ist unser Oldenburger Maskottchen, kann man schon fast sagen, Waldemar. Was? Unser Oldenburger Maskottchen kann man schon fast sagen, Waldemar. Waldemar, ein ja. Ein ganz guter Sänger. Hast du Kleingeld? Ich habe große Geld. Ich glaube für Waldemar. Mach's ganz auf. Haben wir noch die. Das ist unser Waldemar. Aha. Und er ist überall und macht immer Musik und so. Okay. Warte, ich mach ihm Kleingeld rein. Ich hab große Geld. Ja, willst du ihm so viel geben? Ha? Willst du ihm so viel geben? Ja. Okay, wir geben jetzt Waldemar 10 Euro. Ich danke euch. Ja.
aufnehmen? Ja. Ja? Ich kann dir was erzählen. Ja? Ja, Waldemar, erzähl mal was. Pass auf, Waldemar hat angefangen musizieren. Da war ich ein kleiner Junge mit 17 Jahren. Aha. Dann hat Waldemar angefangen, also mit 15 habe ich aber schon meine erste Gitarre gehabt. Mhm. Da war ich 15. Und dann haben wir immer im Lokale gesungen, in Gaststätten. Ja. Und ich war ein Gastsänger für Gaststätten. Aha. Nur für Gaststätten. Und dann habe ich mich auch entschlossen, ein bisschen hier die Leute auf der Straße zu unterhalten. Und da habe ich es auch nicht wieder aufgegeben. Waldemar durchgehalten. Und heute ist Waldemar 81, wow. Und 65 Jahre Musik in den schönen Oldenburg. Hier. Das ist doch cool. Toll. Und cool. Waldemar ist sozusagen unser Oldenburger Maskottchen. Ja. Überall, wo Waldemar ist, ist positive Musik und man freut sich. Ja. Das ist der Herr. Ja, das ist Waldemar. Ja. Super. Schön. Ja. Und wo kommt er her? Stuttgart. Er kommt aus Stuttgart. Mhm. Und was macht er? Er macht YouTube. Wie? YouTube-Videos für verschiedene Städte. Er präsentiert die Städte. Ach so, und jetzt kannst du ja Waldemar machen. Genau. Weil er kriegt die schöne Postkarte mit. Super. Das ist der Waldemar. Das ist das Gesicht nicht. Waldemar, wenn ihr in Oldenburg seid, kommt Waldemar. Ja, er kriegt ihn. Yes, sir. Dann kriegst du. So sehe ich aus, wo ich jung und schön war. Guck. Ja. Da war der jung und schön, und noch obwohl er ist immer noch schön, ja, immer noch jung. Alten habe ich schon. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Gib mir die mal und gern. Vielen Dank. Und guck mal, wie schön. Du kriegst auch eine für dich. Oh, danke schön. Oh. Warte mal hier. Waldemar. Hier. Oh. Super. Ja. Vergiss das Gesicht nicht, Leute, wenn ihr nach Oldenburg kommt. Waldemar. Waldemar. Schaut bei Waldemar vorbei. Genau. Der ist überall hier. Ja, in die Stadt. An jeder Ecke. Oldenburg. Waldemar. Danke, Waldemar. Das war schön. Oh, jetzt kann ich das Lied aufnehmen. Oh, schön. Okay, jetzt singt uns Waldemar noch was Schönes vor. Bist du glücklich? Ja, total. Ein schönes Lied von der Maria. Oha. Das ist schön. Willst du tanzen? Yay! Oh Maria! Wir werden ihn. This is the man. Da ist Maria. Danke. Dankeschön. Woo. Ciao, ciao. Danke, danke. Cool. Wir sind glücklich. Ich bin glücklich. Wow. Das ist ein Portal. Das war cool, oder? Das war cool. Hier, Pommes frites. Da gibt es die besten Pommes in Oldenburg. Oder Europas? Oldenburg. Okay, Oldenburg. Beste Pommes. Das kann ich nicht so sagen, ich habe es noch nie verglichen. Okay. Was magst du? Also, wenn du nachher Hunger hast, müssen wir hier die Pommes essen. Okay. Du musst mir davon auch einen Ausschnitt geben von meiner Seite. Okay. Ups, sorry.
irgendwelche Leute, die Musik machen. Und wir haben hier auch so eine spanische, mexikanische Band, so eine Familie, sind hier immer und machen echt richtig tolle Musik. Aber sie sind jetzt leider nicht hier aufzufinden. Und die Leute schon gucken. Ja. Alle stellen sich hier bei Sam an. Ich glaube, wir kommen gar nicht mehr dran. Dann gehen wir ein bisschen weiter und wir kommen später nochmal. Okay, wir fahren. Ja. Das Lotto. Ja. Habt ihr das nicht? Wenn ihr Millionär sein werden möchte. Ja, dann hat man das ist schon nichts mehr Besonderes. Genau, ich zeig dir mal die Cocktailmeile. Hier. Ich zeig dir jetzt mal die Cocktailmeile. So, wir laufen jetzt zur Cocktailmeile. Komm. Cocktail? Weißt du? Ja, Cocktailmeile. Das sind so die Bars hier in Oldenburg, wo man so abends, vor allem am Wochenende hingehen kann, Cocktail trinken und auch so ein bisschen feiern kann. Okay. Also ich seit Corona oder nach Corona bin ich eigentlich gar nicht mehr so in der Stadt unterwegs, aber vor Corona war ich da sehr oft und sehr gerne. Ja. Sehen wir uns doch mal an. Okay. Und danach gehen wir wieder zu Sam. Und dann stelle ich euch Sam vor. Jetzt hier links rein. Hier ist das Extrablatt, das ist auch eine Kette. Ich weiß nicht, ob ihr auch ein Extrablatt bei euch habt, aber es ist auch so eine Ladenkette. Oh, Extrablatt. Extrablatt, Extrablatt. Extrablatt. Das ist die Wahlstraße. Ne? Und hier ist ein Piercer, der nennt sich Wall Street, also Wallstraße, auf Englisch Wall Street. Okay. Und hier habe ich auch mein Ohrpiercing, das hier, gestochen. Ja. Aber ich muss das, also wo ich das nochmal neu stecken muss. Warum? Weil das bei dem anderen, wo ich das gepierst habe, das hat mir dann so wehgetan, dass ich das wieder rausnehmen musste. Und dann ist es zugewachsen und ja. Musste ich nochmal neu stechen lassen. Hier, der Strohhalm. Und das ist ja die Cocktailmeile sozusagen. Hier ist Cocktail? Cocktailmeile. Okay. Da bin ich früher mit meiner Freundin gewesen. Hier konnte man echt gut Cocktails trinken, hier auch. Und diese Bars, da konnte man auch dann gleichzeitig tanzen abends und so. Da war immer was los. Ja. Hier. Pico. Wenn die Leute abschließen möchtest. Die reich möchten. Möchte. Ich war da noch nie drin. Leute, die reich möchten. Ja, hör auf damit. Das My Way ist auch ganz cool. My Way, Cocktailbars. So vergleichen, aber es hat doch schon seine schönen
umgehen wollen. Hier in Oldenburg. Ja. Vorne. Den zeigen wir euch. Kommt mit. Yay! Yeah. Wir gehen essen! Freut mir. Juhu! Weißt du schon, was du essen willst? Ich hätte Hunger auf Tacos. Oh. Und vielleicht Burritos. Oh. Ja, und vielleicht esse ich noch irgendwas Arabisches. Aber wir werden sehen. Mal schauen. Schon mal eine Speisekarte? Mr. Mrs. Pan. Ha, das hört sich ja gut an. Sollen wir da mal vielleicht hingehen? Jamaica. Mambo was glad. Das sind verschiedene Bars in einem Raum, beziehungsweise verschiedene Theken. Aha. Restaurants, Bistros in einem zusammengefasst. Und dann kann man verschiedene Stände und sich aussuchen, was man haben möchte und sich überall hinsetzen, wo man will. Das ist cool. Das sind verschiedene Läden, die in einem Raum sind. Das ist, weil du kannst diesen Raum mieten und wir haben die Edeka. Aha. Das ist die Karte Edeka. Ja. Komm, lass uns mal gucken. Cool, gell? Bullet Pork? Ja, ist das ein Würstchen? Bullet Pork? Nee, das ist doch diese Fleisch, so kleine Spieß. Aber das ist von einem Schwein. Die machen das in eine Bäcke. Das ist so viel, das ist so wie gehackte Fleisch von. Also Taco, Vietnamese. Ah, ja. Oh, da ist Jamaica. Bomba Club. Jamaican, Caribbean. Bomba Club. Wir sind zu Hause. Lecker aus. Nicht teuer. Also ihr sollt hierher kommen. Hey, Mr. Palm. Mrs. Palm. Mrs. Palm. Mrs. Palm. Mrs. Palm. Okay. Taco. Taco. Lecker. Holy Taco. Holy Taco. Ja. Oh, Taco. Aber ich muss Auto fahren. Sonst will ich jetzt einen Cocktail trinken. Cocktails. Oh. Agua de Jamaica. Juhu. Dann kriegst du ein Agua de Jamaica. Was möchtest du?
das und so ein Jamaican Water. Okay. Was wir gekauft haben. Richtig delicious. Tacos mit Guacamole und das sind Tortillas. Und dazu noch Agua de Jamaica. De Jamaica. Yes, sir. Bon appetito. Ich muss das erste Mal probieren. Ich will das auch essen. Sehr gut. Nö. Du darfst auch was von mir haben. Nochmal. Mmh. Sehr, sehr geil. Ich glaube mir das jetzt einmal. Eine Minute später. Nein. Sie ist immer noch am Essen und ich bin schon fertig. Vorhin ist es zu langsam. So, guys, there we go again. Es hat nicht ausgereicht. Deswegen müssen wir was anderes. Guck mal, mit Herzen. Oh. Die Falafeln haben Herzen. We're going to eat. Geil. Geil, gell? Ja, gell? Ja. Gell. Ja. Lass mich probieren. Herz. Wie hat's geschmeckt? Falafel. Das müsst ihr euch auch mal probieren. Mega. Delicious. Delicious. Ich bin schon satt beim Zusehen. Oh! Bon appetito. Mhm. Lecker, halt, aber. Nice. Das brennt, hein? Oh. Ihr müsst richtig aufpassen, ne? Das ist aber geil. Das ist aus der arabischen Küche. Arabische Küche. Ölsam. Wir haben eine für zwei Personen genommen und das ist das da. Nur kleine Snacks. Nichts Besonderes, aber ja.
Und hier ist arabische Brötchen. Schmeckt? Mhm. Sehr gut. Eine Video von mir? Ja. Eine Video? Ja. Oh, sieht ja gut aus. Cool. Immer noch Oldenburg. Wir sind immer noch in Oldenburg City. City. In the city. Yay. In the city. Oldenburg. Jetzt ist green. Jetzt laufen wir über die Ampel. It's green. Zum Bahnhof. Green, 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 green. Green. Hier lang? Hier? Bei dem Restaurant Steakhouse. Ja. Also vor Corona, Steakhouse. Ja. Vor Corona waren die wirklich super, super. Mhm. Und haben echt gute Restaurants. Und da ist ein Kellner, mein Lieblingskellner. Mhm. Der ist da sehr jung und der kann sich alle Rezepte merken. Du kannst dir so 20 Mann in einem Dings da sitzen. Er schreibt dich das nicht auf. Du kannst irgendwelche extra Wünsche haben und so. Aha. Er kommt und bringt dir alles genau perfekt, wie du es haben willst. Oh. Ein richtig fotografisches Gedächtnis. Der ist klug. Ja. Ja, er ist klug. Yes, sir. Dann sind wir Lichter. Bahnhof Oldenburg. Das ist die. Schreie ich immer so. Bahnhof. Das wird voll unseriös, wenn du immer schreist. Oh, den Bogen. Das ist Oldenburg. Was? Teepasta? Oder und das ist gleich die Stadt, oder was? Wir waren vorhin auf der anderen Seite, wo ich dir gesagt habe, wenn man da lang wird, kommen wir zum Bahnhof. Do you remember? Erinnerst du dich? No. Ich habe gesagt, wir waren genau. Thanks guys for watching the video. This is the first video I've ever made. I hope you guys enjoyed it. You had a good time. Share it to your friend. Don't forget to hit the like button. Subscribe. Share it. Thanks for watching and see you soon.